Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Gate to the Games zu unserem neuen Opening der Pokémon Zenit der Könige Boxen und Kollektionen. Wir fangen an, oder wir fangen nicht an, aber wir machen dieses Mal die Regi Eleki V-Kollektion auf mit 4 Zenit der Könige Booster Packs plus große V-Karte plus normale V-Karte plus eine Regi Drago Karte und gucken mal, was da Schönes drinnen ist. Wir haben beim letzten Mal schon die ETB aufgemacht, oder TTB, ETB, TTB, Top-Trainer-Box, Elite-Trainer-Box. Wir schreiben meistens beides in den Titel rein, weil die gefühlt dann wieder will. Also von daher, bei mir ist das die Top-Trainer-Box. Manchmal auch die Elite-Trainer-Box, von daher. So, 4 Packs haben wir schon gesagt. Unsere große Karte. Und unsere kleinen Karten sind da auch mit drin. So, wunderbar. Unsere Packs kommen hier hin. Gucken wir uns die große mal an. Regi Eleki V vom Typ Elektro mit 200 KP, Tauschspitz, 30 Schaden, einmal Elektroenergie. Tausche dieses Pokémon gegen ein Pokémon auf deiner Bank aus. Und die Elektrowand 100 Schaden, einmal Elektro, 2 Farblos. Während des nächsten Zuges deines Gegners werden diese Pokémon durchschlagen 100 Schadenspunkte weniger zugefügt. Kann man auf jeden Fall machen. Ja, ist nicht schlecht. Holo-Karte ist mit dabei von Regi Drago. Zu dem kommen wir beim nächsten Mal. Und dann nochmal die Regi Eleki-Karte als kleine Version. Und 4 Booster-Packs. So, wir nehmen erstmal den hier als Glückspack. Und gucken mal, was wir drin haben. Ich habe ja schon mal letztes Mal gesagt, so diese Hisui-Friends oder Sinnoh-Friends-Karten wären ganz cool. Ansonsten eine Cynthia. Kann ich mich zufrieden geben mit. Schauen wir einfach mal, was wir Schickes ziehen jetzt. So, da hat ja schon Kollektion, wo wirklich was Cooles drin war. Ich bin gespannt. Wir starten mit dem Superball. Die Tracking-Schuhe, Luxio, Gladiantri, Jurob, Wuffels, Stolunio, Riolu, ein Reverse Woody und ein Gala Mautzinger als normale Rare. Und eine Kampfenergie zum Abschluss. So, nächstes Pack. Es geht weiter mit Venofliebes, Girafarig, Rockheiman, Pampam, der Tausch, Schnäppke, Ignivor, Tangela. Oh, sehr cool. Eigentlich so wie Voltoball. Mit alternativem Artwork. Und ein Holo Absol. Also auch sehr, sehr geil aus. Sehr schick, sehr schick. Allgemein freue ich mich sehr auf die neuen Karten jetzt, die mitkommen beim ersten Karmesin und Popo Set. Die sehen sehr cool aus. Übrigens sind alle Produkte vom Zenit der Könige in der Beschreibung verlinkt. Also guckt da mal rein, wenn ihr euch was holen wollt. Und vor allen Dingen, wie immer, wenn ihr euch was holt und ihr zieht was Cooles, dann schreibt es in die Kommentare. Wir sind sehr erpischt darauf zu wissen, wenn ihr was Cooles zieht bei uns. Denn wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr irgendwelche coolen Puls habt in unseren Boxen. So, der Hyperball. Freunde aus Hisui, ich hätte sie so gerne in Full Art, bitte, bitte. Denugnosauger, Mabula, Algit, Iguana, Woody, Shinox, Yanma als Reverse und ein Kapu Falla als Holo und eine Pflanzenenergie. So, letztes Pack aus der Box. Bringt es uns nochmal Glück? Man darf es doch hoffen. So. Wir machen weiter mit den Tracking-Schuhen. Lunastein, Sonnfehl, Stolunio, Krebskurps, Energiesuche, Sichlo, Riolu, ein Reverse Energie zu gewinnen und eine Bluebella als normale Rare. Schade, schade, schade. Die Box hatte leider nichts Krasses für uns bereitgehalten. Ich hoffe, Regi Drago kann da besser mithalten und zeigt uns, was da wirklich gehen kann in so einer Box. Auf jeden Fall, guckt in die Beschreibung. Wenn ihr was Cooles gezogen habt, schreibt es in die Kommentare und schreibt vor allem auch mal, wie euch die Videos gefallen. Das war's von mir, oder von uns besser gesagt. Ja, bis zur nächsten Box. Haut rein und ciao.